Es ist noch früh am Morgen. Wohlbekannte Dorfgeräusche erfüllen die Luft. Im kleinen Schurwalddorf regt sich das Leben. Das ehemalige Bauern- und Handwerkerdorf hat sich gewandelt. Heute beherrschen die gleichförmigen Motorengeräusche das Dorfbild. Nur wenige Bauern und Handwerker sind noch in altbekannter Weise tätig. Ihr Leben war geprägt durch harte, schwere Handarbeit. Neugierig schauen die Kinder durch die Scheiben. Ein geheimnisvoller, fast unheimlicher Ort, diese Werkstatt. Rußgeschwärzt sind die Wände. Und was für eine Vielzahl von eisernen Werkzeugen und Geräten. Was wurde mit diesen Zangen und Werkzeugen angepackt? Und wer ging damit um? Hier regiert der Feuerbändiger und Eisenformer, der Schmied. Mit kurzen und gezielten Schlägen plättet er die stumpf gewordene Schneide der Sense, Schlag neben Schlag, bis die Schneide messerscharf ist. Sensendengeln. Früher begann der Schmied Pfitzenmeier mit dieser Arbeit schon morgens um 4 Uhr. Da hatte er viel zu tun. Die Sensen vom Schmied Pfitzenmeier schneiden am besten, sagten die Leute. Wenn sie auf dem Markt um 3 Uhr oft angefangen mit Sensen, denke ich, sein Vater noch, auch noch mit. Das trifft man heute ja nicht mehr. Ha, da hat er sich die Leute beklagen. Nachtruhestörung. Wie das Wiesenwerkzeug Sense, ist auch das Waldwerkzeug Heppe oder Pfahlhorb im bäuerlichen Arbeitsleben unentbehrlich. Es ist ein Haumesser, mit dem man Tomatenpfähle anspitzte, Holz zerkleinerte und vor allem Reisig für Reisigbündel richtete. Reisig machen war schon immer Frauenarbeit. Sophie Pfitzenmeier, die Schmiedemeisterin, führt mit geübten Bewegungen das Werkzeug, das aus der Werkstatt ihres Mannes stammt. Ein langes Leben schon arbeitet Frau Pfitzenmeier an der Seite ihres Mannes, hat harte, schwerste Arbeit verrichtet. Sie wundert sich heute selbst darüber, dass ein Mensch so viel schaffen kann. Wenn man Brot backt im Backhaus, dann baut man das Reis von den Buchen. Man hat einen Grälis bin. Hat das so ein Rundsding und ein Hebel dran. Und dann das Grälis rein und dann legen wir die Uhr rein und dann drücken wir das Grälis zusammen. Und wenn es zu, dann sind sie fest beieinander. Und dann schraubt man auf ein Brett. Ja, und legt eine Schnur rein oder einen Draht. Und dann legt man die Reisig rein und dann drückt man es zu, dann sind sie fest beieinander.
Nein, das habe ich nicht schon mit 10 Jahren. Da bin ich in den Dorf gekommen und am Feiertag gleich anwesend, ein Grotwerk gemacht, Rumbogen, irgend sowas. Beim Grossbalken geht es um Ziehen. Grossbalken hat man früher gehabt. Hat man müssen ziehen. Und elektrisch, wie man es jetzt hat. Der heute 84-jährige Schmied Pfitzenmeier arbeitet bereits in der dritten Schmiedegeneration. Schon als 5-jähriges Kind saß er neben dem Feuer, hatte einen kleinen Amboss vor sich und hämmerte aus Draht Figuren. Für Frau Pfitzenmeier ist heute der Gang ins Backhaus noch so selbstverständlich wie vor 60 Jahren. Hausarbeit, Landwirtschaft und Mitarbeit in der Schmiede haben ihr Leben geprägt. Wenn der Schmied an der Esse hantiert, dann leuchtet sein vom Feuerschein gerötetes Gesicht fast gespenstisch auf. Wir machen immer freitags, jede Woche. Das sind immer drei Frauen, immer die gleiche Frauen, die miteinander backen. Wir machen immer vier Leute und hat man so eine Backschüssel, dann machen wir da Teig, dass wir Fisch schaffen. Der Schmied geht mit hartem und widerstandsfähigem Material um. Er muss über große körperliche Kraft verfügen. Dabei braucht er außerdem Fingerspitzengefühl und Geschick. Ich muss halt helfen. Ich habe nicht eigentlich da Radringe aufgezogen. Hast du nicht geschafft? Habe ich gerne da. Gefällt mir. Und wenn es da klappt? Gefällt mir. Der Ring muss man um dreistörige Kleider machen, wie es Rad ist. Um dreistörige. Und noch, wenn er warm ist, noch geht der Meier auf. Und wenn er sehr rund ist, dann fällt er auf. Ja, dann braucht man kaum ziehen. Dann hat man einen Holzpriegel und eine Hufeisen. Und das tut man rein in das Rad. Und dann muss man ziehen. Runterziehen, dass es aufgeht, der Ring. Nicht Arbeit. Mir hat es gefallen. Kannst du auch müssen? Ja, auch müssen, mit dem grossen Hämmer. Auch? Eins, zwei, drei. Wenn sie geklappt hat, dann bin ich geschimpft. Ich glaube nicht viel. Wenn sie halt geklappt hat, dann schimpfen sie. Wenn ich im Buch der auf den Schmied wäre, hat so ein schweres Handwerk und ich bin auch gut bezahlt. Aber ein Schmied ist vielseitig. Ja. Der ist Mädchen für alles. Die können alles machen. Musst alles machen. Seit jeher gilt der Schmied aber auch als geistig starke Persönlichkeit. Im Volksglauben wurden ihm sogar magische Kräfte zugeschrieben. Schließlich ist er der Meister der vier Elemente. Er arbeitet tatsächlich mit Erde, Feuer, Wasser und Luft. Aus der Erde bezieht der Schmied sein Material, das Eisen, das er bearbeitet. Mithilfe der Luft, die aus dem Blasebalg in die Esse faucht, bringt er sein Material zum Glühen. Im Wasser wird das Material gehärtet. In alten Sagen und Märchen bekommt der Schmied häufig Besuch aus der Unterwelt. Allerdings kann der Leibhaftige dem Schmied wenig anhaben, denn dieser ist ihm in jeder Beziehung überlegen. Der Volksdichtung nach ist der Schmied nahezu unbesiegbar. Er galt als der Waffenkundige,
denn er schmiedete die Schwerter und Streitäxte, mit denen der Sieg erfochten wurde. Der Sagenheld Siegfried zum Beispiel geht zu Regin, dem Schmied, der ihm das Schwert herstellt, mit dem er den Drachen töten kann. Der Alltag des Dorfschmieds hat allerdings wenig vom Märchen und Sagenhaften. Der Schmied Pfitzenmeier hatte vor allem in der Hauptsaison alle Hände voll zu tun. Schon morgens um 4 Uhr standen die Pferde vor der Werkstatt. Sie mussten beschlagen werden. Gelegentlich hatte er so viele Wagen zu reparieren, dass die wartende Kolonne 200 Meter lang war. Werkzeuge herstellen, alte Geräte schärfen, Ackerwagen reparieren. Dem Schmied ging die Arbeit nie aus. Voriges Jahr hat es nachgelaufen. Ja, stark. Stark? Das wird immer weniger. Ja, dann kann ich mich um die Jahre 82. 82 kann man nicht mehr so schwer arbeiten. Ja. Die Leute brauchen das nicht. Die Leute kommen gleich, dann muss man es machen. Ich arbeite halt so lange ich kann. Ja. Man kann das nicht mehr abschlagen. Man macht das eben. Meine Tochter muss sagen, ich soll es doch aufgeben, sei es geil. Ja, nicht mehr viel, er macht halt nur leichtere Sachen, weil sie so schwer sind. Er rennt auch glücklich hin. Sein Vater, früher ist ja keine Pflicht gewährt zum Versichern. Ja. Früher, die Handwäsche schürt alle so wenig. Ein paar hundert Meter. 300. Ich habe halt eben auch oft gedacht, andere sind so schön und ich muss so schaffen. Wenn der Schmied Pfitzenmeier nicht mehr arbeiten kann, werden die Schmiedegeräusche für immer verstummen. Mit den Geräuschen werden auch die alten Arbeitsgeräte verschwinden. Das handgeschmiedete und feuergeschweißte Beil, die vom Schmied bearbeiteten und neu aufgestollten Hufeisen, die Kreuzhaue, das Gesellenstück Pfitzenmeiers, die geschmiedete Pflugschar und viele andere Werkstücke, die über Jahrhunderte das dörfliche Leben und die bäuerliche Arbeitswelt bestimmt haben.